Tierisch ging es gestern im Ludgeruswerk in Lohne zu. Zum 11. Mal hatte Leiterin Elisabeth Schlömer zum Kollege-Hund-Tag aufgerufen. 7 Mitarbeiter und ihre knuddeligen Haustiere folgten dem Aufruf. Nicht nur ich bin hundeverrückt, sondern auch viele meiner Kollegen, freute sich Schlömer, die ihre Hündin Amy oft zur Arbeit mitnimmt. Im Foyer der Bildungsstätte waren Stellwände aufgebaut, die verschiedene Arbeitsbereiche von Hunden und deren Körpersprache aufzeigten. Bei einem Quiz konnten Interessierte raten, welcher Vierbeiner zu welchem Mitarbeiter gehört. Vor dem Ludgeruswerk hatten Caroline Sorg und Sandra Mix einen Parcours aufgebaut, den die Mitarbeiter mit ihren Hunden ausgiebig testeten. Besonders der grüne Röhrentunnel war der Renner bei Amy und Co.